Ein Abstand da, ein Abstand da. Ja. Die können jetzt mal kurz weg. Und die verteilen wir oben hin. Das war ja nur unsere... Und sofort greifen sie an, nein. Das war ja nur unsere provisorische Geschichte hier. Da steht schon einer. Machen wir zwischendurch jetzt mal Dreierpacks rein. Ist ja doch ein wenig unsicher hier, ne? Hier in der Ecke noch mehr. Okay. Die Mauer sieht mir schon komisch aus. Ziehe ich mal zu Ende durch. Weg, ja. So, also. Mauer steht, müsste repariert werden, wenn sie kaputt geht. Hier fehlt noch einiges an Schutz für die ganzen neuen Türme. Und wir können die restlichen Türme abreißen. Und wir sollten die Gehhilfe wieder rausnehmen. So. Mauer. So. Licht. 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 Mehr Türme. Okay, also was die Angriffe von oben, rechts und links jetzt angehen, fühle ich mich einigermaßen sicher. Das heißt, sie werden uns wahrscheinlich bald von unten angreifen. Das, würde ich denen zutrauen. Das heißt, ich gucke jetzt erstmal hier, ob überall mindestens ein Turm steht. Wenn dem so ist, gucke ich nach unten, was da so steht. Und hier sehe ich schon die ersten Lücken. Komme ich hier irgendwie durch? Nee. Also ich muss hier rum, darum, darum. Wow. Dahin, dahin. Hier sind überall keine Türme. Okay, also Osten ist definitiv nicht so sicher, wie ich dachte. Aber Norden und Westen schon mal. Komm, gib mir einen Turm. Boah, hier ist eine Riesenlücke. Ach du Kacke. Okay. So. Mauer. So. Wieder ein bisschen was getan für die Sicherheit, aber hier Osten ist, ne? Sehr, sehr viel Vorsicht geboten. Okay, ich brauche Stahl. Ja, Stahl und grüne Chips. Wie kriegen wir es hin, dass ich ganz viele grüne Chips bekomme? Also ja, ich könnte auch die passive Kiste von den grünen Chips so einstellen, dass sie alles mich beliefert. Aber dann kriegen wir keine roten Chips, keine blauen Chips und so weiter. Ich glaube, ich stelle die einfach selber her. Ich schnapp mir jetzt ein bisschen... Ja, wieder ein Angriff. Ich schnapp mir jetzt das... Die Kupferplatten, die ich unten eh schon für mich eingestellt habe. Die hier. Und mach aus den grünen Chips 100 Stück. So. Hat das Ding eine Weile zu tun. Was sagen die Roboter? Die Roboter sagen, 100 haben nichts zu tun. Das ist sehr gut. Und es wurde nicht zerstört bei dem Angriff. Okay, also Angriff steht. Strom steht. Trotz der Angriffe, will ich behaupten. Forschung zieht sich, weil wir keine hellblauen Tränke haben, geschweige denn lila. Und für die hellblauen brauchen wir Stahl. Das ist also komplett gekappt, weil ich das ja für meine Privatvorräte haben will. Das ist natürlich nicht so schön. Das heißt, wir hauen hier mal 100 rein. Also Blautränke werden wieder hergestellt. Die grünen Ärmchen fehlen allerdings auch. Die brauchen grüne Chips. Wie viele Sachen. Die grünen Chips haben immer noch ein Problem mit Draht, ne? Ja, was sagt das System allgemein zu Draht? Draht ist im System nicht vorhanden. Nicht wirklich. Das heißt, das Ding hier muss besser laufen. So, so. So. Trotzdem sehr komisch. Kupferplatten stellen wir jetzt doch durchgehend her. Wie viel Kupfer haben wir im System? Keins. Was ein Zufall. Okay.
Ja, weil nur noch die zwei hier das da rausnehmen. Okay, wir müssen definitiv mehr Kupfer abbauen und das dann auch direkt mit den passiven Kisten anbappen. Das heißt, hier kommt noch so ein Ding. Du. Was ist nicht im System? Was wahrscheinlich auch mit ein Grund ist, warum wir das Ganze hier noch mit Fließbänder machen. So. Da noch so einen hin. Und so. Viel mehr geht hier auch nicht. Also wir können da noch einen hinbauen, aber ja. So. Wo hatten wir noch Erzfelder? Also Kupfererz. Innerhalb der Basis gar nicht, ne? Nee. Da unten ist noch ein Fitzelrest, aber das ist echt nicht viel. So, ihr beiden lädt durchgehend ein. Ja. Auch genug. Kupfererz ist keins mehr im System. Draht fängt sich langsam. Aber das auch nur, weil ich so viel von Hand reingeschmissen habe. Brauchen Außenposten. Beziehungsweise mehrere. Da. Das ist unsere andere Kupferquelle. Ich hätte gerne ein Mining Drill. Also, und Strom. Strom wäre auch nicht schlecht. So. Ein Mining Drill. Eine passive Kiste. Bitteschön. So. Kupfer Außenposten. Da ist richtig schön viel Kupfer. Das hätte ich gerne. Spricht irgendwas dagegen, einfach dahin zu fahren und das zu machen? Man könnte eine Zugdingens dahin bauen, aber ich weiß nicht, wie viel Sinn das macht. Allgemein sollte ich mich eh mit den Zügen mal beschäftigen, sonst werde ich nie herausfinden, wie die genau funktionieren. Also könnten wir es auch dafür machen. Aber die Phase ist gerade momentan ein wenig doof, weil wir halt immer so angegriffen werden und noch Ressourcenmangel haben. Aber wenn wir es jetzt nicht machen, haben wir bald gar keine Kupferressourcen mehr. Dann müssten wir da anzapfen. Und das ist schon wieder außerhalb. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay. Ich baue jetzt... zwei Cargo Wagons. Wir brauchen Steine. Stinknormale Steine. Okay. Ich brauche hier noch so einen Mining Drill. Du. Du stellst das da hin. Und wenn ich jetzt eine passive Kiste ranbab. Oh, kann ich eh nicht. Okay. Bau dann so eine Kiste hin. Hier holen wir von Hand ab. Also denke dran, Gerogon, du hast Stein, Rohstein, keine Bricks und rechts in der Basis. Gut. Da. Also ich brauche dafür Stein, Stahl und Iron Sticks. Okay, Train Stop. Ich hätte gerne einen Train Stop. Ich hätte gerne davon ganz viele. Und so ein Kurvending. So, also. Hier soll die Bahnstation irgendwie hin. Jetzt müssen wir hier irgendwo eine Kurve hinbekommen. Oh, das sieht gut aus. Möglichst weit hier, denke ich mal, damit wir eine bessere Kurve ziehen können. Und warum ist hier nur ein Zweierabstand und hier sind... Hä? Oh. Ah, sehr komisch. Aber okay. So. Oh, das sieht gut aus. Okay. Hier dann wieder gerade. Und schon sind wir alle. Stein fehlt. Okay. Das hole ich kurz. Ich weiß nicht, wie eng die Kurven sein dürfen. Oder ob es wirklich so ein... Oh oh. Das da sieht nicht gut aus. Ja, ich glaube, wenn ich das so mache, dann kann das wirklich entgleisen. Das heißt, wir müssen es doch woanders hin... Nee, warte, wir müssen das hier umbauen. Du dahin, du. Krieg ich die Schiene hier so wieder? Nicht die.
Nicht die, nicht die. Es gibt viel zu viele Dinge. Das hier wäre, glaube ich, richtig. Und da brauchen wir Steine für. Klick. Gott sei Dank kosten die Schienen nicht so viel. So, jetzt sieht das hier aber falsch aus. Nein. Das. So. Das Stückchen hier sieht komisch aus. Was hat das mit den Pfeilen auf sich? Ich glaube, die Pfeilen müssen da sein, sonst zählt das Ding nicht als wirklich fahrbar. Das sieht gut aus. Glaube ich. Rot? Warum rot? Achso, weil es nicht weitergefahren werden kann? Okay. Zwei davon. Ich muss jetzt auch wieder raus. Das baue ich genau andersrum. Oh, da war das Ding gerade. Hier. Ich mach's lieber weiter. Nee, da ist nicht mittig. Da ist mittig. So, ein von dir. Ein von dir. Sieht's gut aus? Na, das auch. Also man sieht so einen leichten Knick drin, aber ich glaube, das ist okay. Müssen wir gleich testen. Das heißt, wir lassen gleich eine Bahn fahren. Einmal im Kreis wahrscheinlich. Das muss erstmal raus aus den Verteidigungsanlagen. Das wird eine ganz schöne Schwachstelle hier, ne? Also hier müssen auf jeden Fall viel mehr Türme hin. So. Aber sieht bestimmt cool aus, wenn die Bahn da durchfährt. Es soll in den nächsten Versionen ja auch so eine Art Tor kommen, das dann runterfährt, wenn die Züge kommen. So. Okay. Mir wäre ganz wohl, wenn hier ein paar Türme stehen würden. Fällt mir gerade mal so auf. Das ist alles leer hier. Ein Turm hier ganz rechts und da noch ein paar. Das ist viel zu wenig. Und wir haben kein Licht. Bau bitte Licht. Danke. So, Cargozug. Oh. Click to connect. Und ich habe den Verdacht, dass das hier eine zu kurze Strecke ist zum wirklichen Befüllen und so. Ja, das ist viel zu klein. Okay, du weg, du weg, du weg. Wir müssen das so bauen, dass wir bestimmt vier oder fünf von denen hintereinander haben können. Das heißt, das hier kommt auch weg. Weg, 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 weg. So. Wir können es einfach von rechts reinfahren lassen. Da müssen wir gar keine Kurve haben. Oh, das ist eine sehr schöne Idee. Wo ist denn die Mitte? Licht. Licht. Haha, sehr gut. Licht ist immer gut. So. Hier. Zwischen euch durch. Müsste okay sein. Das wäre dann. Es gibt keine Mitte. Mist. Können wir das... Oh, die sind zwei Felder breit. Ja, sehr. Und das ist doch genau da. Ja, das ist doch eine Fügung des Schicksals. Sehr gut. Du, weg, weg. Weg, weg. Also muss hier besser verteidigt werden. Hier, wo gar keine Türme sind. Okay, da sind welche. Das sind viel zu wenig. So. Du weg. Hier. Achso, der muss auch noch weg. Da raus. Wir hatten schon einen so einen Zugstopp irgendwo gemacht. Hier. Wo stoppt er dann? Das ist. Wow. Müssen wir die Öldinger weghauen? Dann kann das Ding auch links rausfahren. Da muss ich gar keine Kurven machen. Ich mag die Kurven irgendwie nicht. Die sind mir so unheimlich. Aber gut, testweise machen wir erstmal hier einen Stopp. Train Stop Marben Dragon. Das macht ein Geräusch, als wenn es eine Bombe wäre. Gut, wir brauchen noch einen regulären Zug. Da brauchen wir Stahl und Engine. Dinger. Und testweise brauche ich noch einen zweiten Stopp. Da brauchen wir wieder Stahl. Okay. Ich habe, glaube ich, genug Zeit hier rumge...
gebracht, dass wir hier oben jetzt genug Stahl liegen haben müssten. Den holen wir gleich mal ab. Genauso wie Engines. Die Engines müssten im Lagersystem drin sein, wo ich gerade gar nicht richtig hinlaufe, sondern dran vorbei. Darum. Hier ist auch alles beim Rechten. Sehr gut. Da. 50 Engines. Das müsste reichen. Rote Chips, blaue Chips, kommt alles mit. Stahl. Da. Und du beschränk dich bitte mal auf 3. So. Also ich hätte gerne ein Diesel-Locomotive, was suggeriert, dass das Ding auch Brennstoff braucht, was vollkommen Sinn macht. Hätte ich gerne noch 2 Cargo-Wagons und einen Trainstop. Rail-Signal? Nee. Glaub erstmal nicht. Oh, und warte. Ich hätte gerne die hier alle draußen. Ich weiß, ich habe kurzfristig keinen Sprit dann. Und ich hätte jetzt gerne ein so ein MK2-Ding. Genau, eine Battery MK2. Ah, wieder runter. Achso, befüllt mich kurz. Danke. Oh, du bist alle. Das ist nicht gut. Du bist auch alle. Das ist auch nicht gut. Du bist auch alle. Du auch. Du auch. Ja, da. Und da. Bisschen was kommt jetzt wieder rein.